Hallo zusammen, ich grüße euch hier zu einem weiteren Video auf YouTube. Heute geht es mal in dem Video um den aktuellen Crash bzw. die aktuelle Abwärtsbewegung an den Märkten, welche wir seit November, Dezember 2021 zu sehen bekommen, und will einfach mal ein bisschen jetzt so ein Input für euch geben, euch ein bisschen abholen. Was mache ich? Was ist meine Strategie? Ich gebe auch hier im Zeit. Ich hatte mit Helmut Waikiki Jonen oder Helmut Jonen Waikiki auf Instagram eine sehr spannende S-Bahn-Fahrt von der Investmesse in Stuttgart, welche am Wochenende war, wo ich mich eine halbe, dreiviertel Stunde mit ihm ein bisschen über die aktuelle Phase unter aktuelle Marktlage unterhalten habe, und wollte euch jetzt auch mal ein bisschen, sagen wir mal, hier die Informationen, die er da mit mir geteilt hat, mit euch teilen. Es ist auch demnächst ein Interview mit ihm geplant über aktuelle Marktlagen, über den aktuellen Crash, wie man es vielleicht nennen kann. Kommt der jetzt 2022, kommt der 2023, auch ein bisschen, was ist meine Prognose? Vorweg natürlich keinerlei Anlageberatung, und auch ich habe keine Glaskugel und gebe ja auch nur meine persönliche Meinung preis, weil, wie gesagt, hätte ich die Glaskugel mit dem perfekten Blick in die Zukunft, wäre ich wahrscheinlich auch schon woanders, wie viele von euch auch. Deshalb, ihr müsst jede Prognose mit Blick in die Zukunft immer für einen Teil auch unwahr ansehen, weil, wie gesagt, wer will wissen, was in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Jahren ist? Wenn wir jetzt mal rückwirkend schauen, 2018, 2019, hätte, glaube ich, definitiv auch keiner gedacht, dass Corona passieren wird, dass der Ukraine-Krieg passieren wird, dass wir Inflationen oder eine Inflation in Höhe von 7, 8% haben. Von daher immer bitte bisschen auf die Waagschale legen und nicht jede Prognose zu wahr sehen. Und genau, starten wir mal rein. Kurz vorweg, wie haben sich denn die großen Indizes seit Anfang des Jahres, würde ich jetzt mal sagen, seit 6 Monaten? Wie gesagt, meiner Meinung nach ging diese ganze Down-Phase im November, Dezember 2021, genau, jetzt haben wir 2022, 2021 los. Und wenn wir uns jetzt hier mal anschauen, ein DAX hat auf die letzten 6 Monate minus 12,4%, ein Tech DAX sogar minus 21,4%, ein Dow Jones minus 11%, ein Nasdaq hier mit am härtesten getroffen, minus 29%. Ist natürlich auch klar, ein Nasdaq, ein Technologieindex ist natürlich, was Volatilität angeht. Ich komme gleich auch noch zu sprechen. Helmut, ich zeige euch gleich auch nochmal den Instagram-Kanal, auf jeden Fall lobenswert und folgenswert. Hat einen sehr, sehr spannenden Index mir auch auf der S-Bahn-Fahrt genannt, welchen ich auch definitiv euch in dem Video jetzt vorstellen werde und auch ein bisschen meine Prognose dazu geben werde, seine Äußerungen sagen werde. Und genau, wieder vorweg, keinerlei Anlageberatungen. Wir sind auch alle nur Menschen, und auch Menschen machen Fehler. Genau, deshalb Tech DAX, natürlich Volatilität, was das Thema angeht. Schießt schnell nach unten, wenn wir so eine Krise haben wie gerade, schießt aber auch wieder schnell nach oben. Deshalb, da hat man natürlich, wenn man sich jetzt hier allein mal anschaut, auf 5 Jahre ist er natürlich auch der beste Index gewesen, und jetzt auf die letzten 6 Monate ist er der schlechteste gewesen. Klar, enorm viele volatile Werte in diesem Index drinnen. Dann der S&P 500, ein bisschen der Vorzeigeindex weltweit. Er beinhaltet 500 größten amerikanischen Unternehmen. Die amerikanische Wirtschaft ist eh so ein bisschen die Vorzeige-Economy vielleicht. Und genau, auch dieser Index minus 17, minus 16% seit 6 Monaten. Wir haben hier, wie gesagt, ganz, ganz wenige. Ein brasilianischer Index ist leicht gewachsen auf die letzten 6 Monate. Ein britischer ist ganz leicht gewachsen. Aber auch ein japanischer, ein Nikkei 225 ist um ungefähr 10% gefallen. Der österreichische Index ATX ist um ungefähr 13% gefallen. Also sehr, sehr viele Indizes weltweit sind einfach gefallen. Jetzt will ich erstmal darauf zu sprechen kommen, warum, was sind die Gründe dafür, weshalb. Ganz klar, Grund Nummer eins, ziehen wir natürlich immer noch mit, ist Corona, sind daraus folgende Lieferengpässe, Lieferschwierigkeiten, die natürlich eine Wirtschaft immer treffen. Also egal was, jeder Lieferengpass, jede Lieferschwierigkeit
bringt einer Wirtschaft, sagen wir mal, einen Schaden, weil einfach, ihr müsst euch so vorstellen, bestes Beispiel, Apple hat Maschinen, könnte iPhones produzieren, kann sie aber gerade nicht produzieren, weil sie gewisse Rohstoffe nicht haben. Und dadurch geht da wirklich, sagen wir mal, eine Wirtschaft immer mehr zugrunde. Natürlich, es wird in keinster Weise der Super-GAU sein. Da sage ich euch jetzt auch, was Helmut, meiner Meinung nach, der deutsche Warren Buffett übrigens sagt, seit 1982 am Investieren, jetzt seit knapp 40 Jahren, also dieses Jahr ist das 41. Jahr, wo er quasi dabei ist, hat sich ein enormes Portfolio aufgebaut über die letzten 40 Jahre, hat einen sehr, sehr schönen, ich glaube mittlerweile dürfte es ein fünfstelliger Cashflow sein, was Dividenden angeht, also wirklich schön Value über 40 Jahre. Und deshalb sind, finde ich, seine Aussagen, was er sagt, auch sehr, sehr wichtig und sehr, sehr wertvoll, weil ich persönlich kenne keinen deutschen Investor, der jetzt so lange am Markt ist und einfach auch so viel schon mitgemacht hat und von daher sehr, sehr cooler Typ. Aber was wollte ich nochmal zurückschließend sagen? Nummer eins, Lieferschwierigkeiten, Lieferengpässe durch Corona. Nummer zwei, dem natürlich auch einhergehend, jetzt der Ukraine-Krieg. Dadurch haben wir natürlich auch Rohstoffschwierigkeiten. Wir haben die Ölproblematiken, wir haben die Gasproblematiken. Also ein zweiter kritischer Punkt meiner Meinung nach, der die Wirtschaft oder der Wirtschaft schadet, also langfristig gesehen. Und ein dritter Punkt natürlich, definitiv auch steigende Zinsen, weil einfach auch bei steigenden Zinsen, sagen wir mal, Investments jetzt aktienmäßig, kryptomäßig, Kryptos sind ja genauso abgerauscht auf die letzte Zeit, da befinden wir uns genauso in einem Bärenmarkt, einfach enorm unter diesen drei Grundbedingungen, nenne ich sie jetzt mal, die wir gerade einfach am Markt haben, enorm stark leiden. Und jetzt ist so ein bisschen das Thema, der Thumbnail, ihr lest, wann kommt der Crash? 2022, 2023? Antwort darauf, who knows? Keiner weiß, wie lange diese aktuelle Phase, die wir hier haben, laufen wird, wie tief wir auch noch fallen werden. Allerdings, jetzt zeige ich ihn euch schon mal hier, Helmut Jonen, Waikiki 5800. Lest euch gerne mal, also wie gesagt, die Beiträge, es sind immer eigentlich Bilder aus seinem privaten Leben. Anfangs, kurz auch als kleine Background-Information, dieser Kanal wurde 2018 ins Leben gerufen, eigentlich als Urlaubskanal, wo quasi Urlaubsbilder landen sollten. Helmut hat sich dann aber dankbarer Weise dafür entschlossen, quasi statt einem Urlaubskanal mehr einen Finanzkanal zu machen, wo er wirklich hier bei seinen Bildern, ihr seht auch, was Reichweite angeht, was Interaktion angeht, ist er wahrscheinlich der Beste in der Finanzbranche. Ich kenne keinen vergleichbaren Kanal. Und wie gesagt, die Bilder sagen am Ende nicht so viel aus, aber die Texte hier haben es wirklich in sich. Es sind echt immer sehr, sehr schön geschriebene Texte von Helmut. Und schaut euch gern mal seinen Kanal an, Waikiki 5800. Wie gesagt, mit ihm bin ich von der Stuttgarter Investmesse nach Hause gefahren oder halt in die Innenstadt gefahren und konnte mich, wie gesagt, 30, 40 Minuten sehr gut mit ihm unterhalten. Und was war so sein Turnus? Ich habe ihn natürlich auch gefragt, was glaubst du denn, Helmut? Wie lange wird der Crash geben? Wird es ein Super-GAU geben? Es gibt ja immer wieder diese paar Crash-Propheten, die sagen, unser Fiat-Geldsystem wird um die Ohren knallen und dies, das. Helmut, der die Finanzkrise 2008 live miterlebt hat als Investor, der schon, wir können es uns hier ausrechnen, seit 20, 26 Jahren quasi Investor als Aktionär dabei war, dann kam die Finanzkrise, meinte auch, natürlich ist eine aktuelle Phase nicht schön und natürlich ist es auch schmerzhaft und es macht nicht Spaß, ins Depot zu schauen. Allerdings wird es definitiv auch wieder bessere Momente geben und Kontext oder sein Fazit war am Ende so ein bisschen: Es wird bessere Zeiten geben. Klar, der Abwärtstrend, den wir aktuell haben, die Downphase wird wahrscheinlich, da bin ich auch auf seiner Meinung, auch Mirko von Bitcoin to Go, mit dem habe ich mich über Kryptos ein bisschen unterhalten. Er sagt, das Krypto genau das Gleiche. Ich vermute auch, dass dieser Abwärtstrend, es ist kein Supercrash, es ist kein Super-GAU, es ist einfach wieder eine komplett normale Reaktion auf die doch sehr starken Kursanstiege, die wir, sagen wir mal, seit Corona wieder erlebt haben. Und auch wenn es jetzt ein Jahr gehen wird, 2 Jahre gehen wird, was ich euch als Tipp mitgeben kann,
Jetzt ist die beste Zeit zum Investieren aktuell. Warum? Weil einfach viele, viele Unternehmen, viele Aktien sind sehr gut gefallen, sind dadurch natürlich vom Kurs her günstiger geworden und sind natürlich günstigere Aktie, wenn man sie langfristig kauft, brauche ich euch nicht erzählen. Wie gesagt, nicht jede Aktie steigt. Es gibt auch Aktien, die ihr Leben lang seitwärts sich bewegen oder ihr Leben lang fallen. Siehe Telekom zum Beispiel, Deutsche Telekom als ein Beispiel. Allerdings wird es bessere Zeiten geben und vor allem, wenn ihr jetzt neu am Markt seid, optimal für ETFs. Holt euch ETFs, macht monatliche Sparpläne, ihr profitiert aktuell in fallenden Kursen von dem Cost-Average-Effekt, welchen ihr durch Sparpläne habt. Kurz zur Erklärung, was ist der Cost-Average-Effekt? Der Durchschnittskosteneffekt, und zwar, ihr kauft jeden Monat für 100 Euro, sagen wir mal, jetzt einen MSCI World nach. Ihr kauft ihn am ersten Monat für einen Preis oder für einen Kurs von 50, also ihr kriegt quasi zwei Anteile. Im zweiten Monat, er ist halbiert, sagen wir mal, krasser Crash. Ihr kauft ihn nur noch für 25, ihr kriegt also vier Anteile. Also habt ihr quasi den Durchschnittskosten, also euren Einstandswert minimiert, weil ihr beim ersten Kauf für 50 Euro den Kurs eingekauft habt und beim zweiten für 25. Und natürlich ist es bei steigenden Kursen eher kontraproduktiv. Da ist quasi ein Einmalinvest am Anfang besser, so gesehen rechnerisch. Aber wie gesagt, wir sind gerade in einer Korrektur. Meiner Meinung nach wird dieser Bärenmarkt, diese Korrektur, in der wir uns gerade befinden, auch noch ein paar Monate, vielleicht sogar auch 1 bis 2 Jahre weitergehen. Ich weiß nicht wie lang, aber meiner Meinung nach das Beste, was man jetzt machen kann, das war auch Fazit von Helmut, einfach weiterkaufen, dabei bleiben, nicht die Lust verlieren, nicht aufhören, weil man Minus im Depot hat, weil man rotes Depot hat, sondern konstant weiter dabei bleiben. Helmut ist seit 40 Jahren dabei. Er hat keinen Tag bereut, meinte er. Er hat wirklich seit 40 Jahren konstant weiter investiert. In jeder Krise. Wir schauen jetzt hier mal. Ich habe hier jetzt mal den S&P 500, den historischen Chart, seit 1982, also seit der Phase, wo quasi Helmut investiert hat. Wir hatten hier die Dotcom-Blase, die geplatzt ist, wo es einen guten Abverkauf gab. Wir haben hier die Finanzkrise gehabt, die geplatzt ist, wo es einen guten Abverkauf gab. Wir haben hier Corona gehabt, wo es einen Abverkauf gab. Natürlich ist es jetzt wieder enorm krass nach oben geschossen. Allerdings kann es deshalb jetzt auch, wie gesagt, mal wieder etwas länger bis mittelfristiger, vielleicht 1 Jahr, vielleicht 1,5 Jahre, vielleicht auch nur 2 Monate. Wie gesagt, keiner wird es wissen. Deshalb auch bitte immer Crash-Propheten nie zu ernst nehmen, weil ich nenne jetzt hier keine Namen. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, irgendwie Namen in den Dreck zu ziehen. Direkt. Ihr kennt sie wahrscheinlich, den ein oder anderen Crash-Propheten. 2022 kommt der Crash, 2023 kommt der Crash. Diese Crash-Propheten sagen häufig, jedes Jahr der Crash kommt und dann in einem von 20 Jahren kommt der Crash und dann sagen sie auch, habe ich es euch doch gesagt. Deshalb da immer ein bisschen drauf achten. Ein Indiz, was hat Helmut gesagt? Helmut achtet auf den VIX-Index. Das ist der Volatilitätsindex vom S&P 500, der quasi widerspiegelt, wie volatil denn aktuell der S&P 500 ist, also quasi der Leitindex des amerikanischen Aktienmarktes, würde ich jetzt mal sagen. Und hier sehen wir aktuell, zum Beispiel war natürlich in Corona, also hier März 2020, hatten wir den Volatilitätsindex bei über 50, was natürlich enorm hoch ist, aber ist klar, was ist die Volatilität? Je stärker die Kurse nach unten gehen und je stärker sie wieder nach oben gehen, desto höher ist die Volatilität. Wir haben aktuell natürlich eine recht hohe Volatilität von 30, hängt damit natürlich auch zusammen, dass schon ein etwas stärkerer Abverkauf ist. Hier kurz zur Erinnerung, wir hatten letztes Jahr ungefähr im 2021 über den Sommer über eine Volatilität von ja ungefähr 15 roundabout im VIX-Index jetzt von S&P 500, sind jetzt gerade bei 30. Helmut meinte, wie gesagt, es ist auch nur hier, bitte nicht beim Worte nehmen, auch keinerlei Anlageberatung oder so. Helmut meinte aber, seiner Meinung nach, er hat ein gutes Gefühl, dass die Korrektur beendet sein könnte, wenn der Volatilitätsindex sich bei 40 bis 45 befinden würde, dass wir eben quasi dann diese Volatilität nach oben wieder mitnehmen und uns dann quasi wieder ein bisschen nach oben angepasst haben.
Wie gesagt, wann das der Fall sein wird, es wird keiner wissen. Was mache ich aktuell am Markt? Ich werde ganz normal weiter investieren, weil meiner Meinung nach haben wir eine sehr schöne Phase gerade am Markt, wo man gut nachkaufen kann, wo man vor allem gut langfristig nachkaufen kann. Deshalb, was für einen Tipp würde ich euch geben? Kauft aktuell, vor allem wenn der Gesamtmarkt, wie gerade, ich gehe nochmal hier auf die Indizes, alles fällt, der deutsche Aktienmarkt, der amerikanische, der europäische, japanische, der französische, also egal was, jeder Aktienmarkt aktuell korrigiert seit ungefähr einem halben Jahr, nutzt diese Chance, kauft nach, kauft entweder ETFs nach, kauft solide Aktien nach, geht vielleicht eher nicht so auf riskantere Wachstumsaktien, auch bei Kryptos würde ich euch eher raten, geht eher auf die soliden Blue Chip Coins, also Bitcoin, Ethereum und jetzt nicht so auf die eher kleineren Altcoins und genau, bleibt einfach dabei, lasst euch nicht verunsichern. Ich gehe jetzt nochmal hier kurz raus und zwar auf die Overall-Ansicht seit 1928 und zwar. Es geht immer wieder hoch und runter. Allerdings wird es, wie gesagt, immer weiter nach oben gehen, weil die Wirtschaft wird weiter wachsen. Wir haben immer mehr Menschen, die auf die Welt kommen. Wir haben eine immer weitere Wirtschaftsproduktion, ein immer weiteres Wirtschaftswachstum. Natürlich gehört es dazu, dass Kurse fallen. Wie gesagt, es gibt ein sehr gutes Zitat von André Costolani, den übrigens Helmut auch, ich glaube, zwei, dreimal in seinem Leben persönlich kennenlernen durfte. Also, wie gesagt, Helmut auch einer, der echt sehr viele Leute kennenlernen durfte in seinem Leben schon. Sein Vorbild oder eines seiner Vorbilder, er hat mich auch gefragt, also er hat mir auch beantwortet die Frage, was sind denn seine drei Vorbilder? Einmal ganz klar Warren Buffett. Deshalb für mich ist Helmut auch der deutsche Warren Buffett. Zum zweiten Sir Templeton und zum dritten André Costolani. Das sind quasi seine drei Lieblingsvorbilder, würde ich jetzt mal nennen, aus der Finanzbranche. Und genau, er ist schon lange dabei. Er hat mich auch, wie gesagt, sehr beruhigt. Er meinte, keep calm, bleibt dabei. Es ist alles halb so wild. Ich habe eh schon wahrscheinlich durch Kryptos abgehärtet, eine Mentalität nach dem Motto, auch wenn mein Portfolio jetzt vielleicht kurz mittelfristig mal im roten Bereich liegt, stark fällt. Ich freue mich eigentlich eher, weil ich günstiger nachkaufen kann, weil ich auch in einer gewissen Weise jetzt nicht weiß zu 100%, wer weiß zu 100%, was die Zukunft bringt, aber ich kann recht genau sagen, dass es in Zukunft auch einfach weiter wachsen wird, die Wirtschaft und die Weltwirtschaft. Vielleicht nicht mehr mit 7, 8% pro Jahr, sondern vielleicht nur noch mit 4, 5% pro Jahr, aber es wird definitiv langfristig weiter nach oben gehen. Deshalb mein Tipp für euch, bleibt bitte dabei. Investiert. Jetzt ist eine sehr, sehr geile Zeit zum Anfangen. Schreibt mir gerne auch mal unten in die Kommentare, ob ihr schon angefangen habt. Wenn ihr Hilfe braucht, schaut auch gerne mal auf meiner Website vorbei, www.use-financials.de. Ich kann sie euch hier auch mal kurz zeigen. Ich werde sie auch unterm Video natürlich verlinken. Weil, was könnt ihr hier machen? Es ist ein bisschen eine Seite, vor allem jetzt hier, wenn man mal auf den Depotvergleich schaut, könnt ihr euch hier ein bisschen durchlesen, was sind meine Depots, wo habe ich quasi Wertpapiere, Aktien, ETFs, sucht euch was aus. Es gibt hier auch definitiv hin und wieder ein paar Bonis, die man mitnehmen kann. Hier geht es auch Start mit Kryptowährungen für alle, die Bock auf Kryptos haben. Allerdings ist gerade vielleicht eher eine Phase, um Leuten ein bisschen die Basics nahezulegen. Fangt erstmal, wenn ihr noch gar nicht angefangen habt, bitte erstmal mit einem ETF an, ganz basic, 1, 2, 3 ETFs. Hier habt ihr auch noch Buchempfehlungen, also Bücher, die mir damals geholfen haben. Lest sie euch gerne durch, weil Bücher sind was, wo ich sage, jeder kann seine Learnings aus Büchern mitnehmen. Und genau, das wäre es soweit vom Video gewesen. Ich hoffe, dass ich euch in dieser Hinsicht helfen konnte. Ich hoffe, dass euch das Video soweit ein bisschen beruhigt hat. Schreibt mir gerne auch mal in die Kommentare vielleicht schon Fragen. Der Interview oder das Interview mit Waikiki Helmut ist quasi Juni, Juli war jetzt der Plan geplant und würde mich natürlich freuen, wenn ihr ein paar Fragen vorweg schon habt. Wie gesagt, gerne alles in die Kommentare. Lasst mir auch gerne hier auf dem YouTube-Kanal ein Abo da. Lasst mir gerne ein Like da. Drückt auch gerne die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Und genau, keep calm, invest and
stay strong, irgendwie sowas. Deshalb, wir sehen uns, macht es gut und beruhigt euch, es werden wieder bessere Zeiten kommen. Das hat mir der deutsche Warren Buffett, Helmut Jonen, Waikiki 5800 versichert. Er ist lange am Markt, er wird seine Erfahrung haben und genau, geht einfach breit gestreut in den Markt, nicht Einzelinvestments und investiert, nutzt die aktuelle Zeit, nutzt sie für Sparpläne oder mit Sparplänen und bleibt langfristig dabei, dann werdet ihr euch selber in 10, 15 Jahren danken und genau, das würde mich mega freuen. Deshalb lasst Feedback da, freut mich über alles und euch eine schöne Zeit. Bis dahin, ciao, ciao.